hier gerade bei T-Mobile und wir können uns hier alle neuen Sony Xperia Smartphones angucken. Da habe ich mir gerade das Xperia J mal geholt. Ein 4 Zoll Display, neues Einsteigergerät. Folgt der Design der neuen Smartphones von Sony. Wir haben hier einmal den Einlauschalter, wollte nur leider keinen Kameraknopf, kein dedizierten. Auf der Rückseite eine 5 Megapixel Kamera mit LED-Blitz. Oben können wir dann das Kopfhörer anschließen. Auf der linken Seite dann Micro-USB und sonst nichts. Das Display an der Front hat eine Größe von 4 Zoll und ich glaube 840 oder 800 mal 400 Pixeln. Könnt ihr dann im Artikel nachlesen. Ansonsten, die Performance der Oberfläche ist noch nicht so optimal. Also ruckelt relativ leicht. Ansonsten, der Browser funktioniert sonst ganz gut. Wenn man viele Apps geöffnet hat, kommt der Arbeitsspeicher natürlich an seine Grenzen, aber für 250 Euro circa ist das auch nicht so schlimm. Ich habe hier mal die Internetseite von der Tagesschau geöffnet, läuft alles ruckelfrei, auch das Aufbauen. Nur wenn man wieder zurückzoomt, sieht man den Aufbau der Internetseite. Ja, ansonsten macht es einen guten Eindruck, es ist sehr leicht, die Rückseite ist leicht gummiert. Es fühlt sich eigentlich ganz gut an, also für 250 Euro circa sicher eine interessante Option. Die Fotos sehen auch nicht schlecht aus, also mal sehen. Ja, das ist das Sony Xperia J. Ich bin Peter von tracy.de, danke fürs Zuschauen, ciao.